Lina, du schuldest mir meine Zulage, mein Bonus. Hast du noch nicht bezahlt? Niklas, das glaube ich nicht. Du hast deine Ziele nicht erreicht. Aber die Kohle will ich trotzdem. Aber ohne Zielerreichung kriegst du nichts. Und ich will auch nichts mit dir vereinbaren. Krass. Ich habe gedacht, dass man eine Leistungszulage nur bekommt, wenn man eine Zielvereinbarung hatte. Ja? Und das Ziel dann auch erreicht hat. Jetzt gibt es aber ein Urteil, was du kennst und ich auch. Und da steht drin, es gibt auch Geld, ohne dass ich meine Ziele erreicht habe. Dann nämlich, wenn es gar nicht zu einer Zielvereinbarung gekommen ist. Wie toll ist das denn? Das ist genial. Jedenfalls, wenn ich zum Gericht gehe und es durchsetze. Das muss man natürlich dazu sagen. Aber der Hintergrund ist ein ganz interessanter, denn der stammt tatsächlich aus dem BGB. Mhm. Und zwar geht es darum, dass ich einen Schadensersatzanspruch bekomme, wenn der Arbeitgeber mir keine Zielvereinbarung gibt. Also sprich, die Zielvereinbarung, die eigentlich in meinem Vertrag vorgesehen ist für den Bonus, für die Gratifikation oder die Sonderzahlung, die er mir zu leisten hat, wenn diese Zielvereinbarung von Seiten des Arbeitgebers nicht abgeschlossen wird. Denn das heißt, nicht jeder Chef, ja, schuldet jetzt jedem Arbeitnehmer den Abschluss einer Zielvereinbarung. Aber da, wo das vereinbart ist, muss es eben auch erfolgen und unterbleibt das schuldhaft. Und davon kann man erst mal ausgehen, dass der Arbeitgeber schuld ist. Dann werde ich so behandelt, als hätte ich mein Ziel erreicht. Genau, ja? Und zwar zu 100%. Und da muss ich dann gar nicht so viel nachweisen. Naja. Irgendwie. Naja. Toll. Gehst du nur zum Gericht und sagst, hier, das Jahr ist abgelaufen, ja. Zielvereinbarung wurde nicht abgeschlossen. Mhm. Und dann grundsätzlich kriegst du 100% von deiner Bonuszahlung. Alina, wie ist das mit dem Arbeitnehmer? Also den treffen doch auch Pflichten, oder nicht? Bitte, der Arbeitnehmer hätte doch vielleicht, ich spinne jetzt mal, dem Arbeitgeber sagen müssen, wir müssen doch noch eine Zielvereinbarung hier zu Ende bringen. Und wenn ich das unterlassen habe, kann dann nicht vielleicht meine Zulage irgendwie gekürzt werden. Niklas, du willst aufs Mitverschulden raus. Ja, ich weiß schon, ich merke schon. Daran könnte man denken. Mhm. Und tatsächlich, das BAG hat auch so einen Abzug dann in der Entscheidung, von der du sprichst, vom Oktober 2020, war das richtig? Und 10% war der Abzug. Ne? Also gekürzt, wobei man jetzt sagen muss, 10% dafür, dass es völlig egal ist, ob ich diese Ziele erreicht habe oder nicht, ist doch eigentlich eine gute Hausnummer. Ja. Aber tatsächlich könnte man auch, man muss ja sagen, das ist jetzt keine Entscheidung, die grundsätzlich für alle gilt, also immer werden 10% abgezogen, sondern man muss schon im Einzelfall auch genau prüfen, wie war denn das Arbeitsverhältnis, weil wie wäre es denn gewesen, wenn wir jetzt beispielsweise noch gar kein Jahr voll gehabt hätten vom Arbeitsverhältnis. Also der Arbeitnehmer hätte sein erstes Jahr gehabt und gleich im ersten Jahr verweigert der Arbeitgeber eine solche Zielvereinbarung. Mhm. Dann ist ja die Frage, was setze ich dann an? Und was ich so spannend finde, ist, dass ich wirklich nur behaupten muss, ich meine, ich finde das richtig, ja, aber dass ich nur behaupten muss, schau mal, ich habe in den letzten Jahren, wenn ich eben doch schon länger da bin, meine Ziele erreicht. Ganz sicher wäre das wieder so gewesen und deswegen gib mir meinen verdammten Bonus. Oder den Bonus. Aber darüber kann man streiten. Ne? Liebe Kollegen, wenn ihr mehr erfahren wollt, also ich finde, das ist ein spannendes Thema. Das Thema Bonus. Oder Bonus. Ja, oder Leistungszulage. Dann schaut doch einfach mal vorbei in die arbeitsrechtlichen Seminare der WRF. Und es gibt auch zu den Zielvereinbarungen ein eigenes Fachseminar der WRF. Also spannend. Ich würde euch da gern begrüßen. Ja, ich auch. Kriege ich jetzt mein Geld? Muss ich mir noch überlegen. Ich glaube schon. Wenn es das Geld nicht gibt, dann gibt es ja immerhin ein neues Produkt, vielleicht interessant für euch. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat mit Linas Socken, dann lasst uns das gern wissen.